So, welcome back zu einem neuen Video. Jetzt möchte ich mal mit dir gemeinsam einfach mal in CoinMarketCap rein swipen und mal gemeinsam mal eine ein oder andere Analyse machen. Na, das mache ich ganz gerne. Da können wir mal hier mal kurz so schauen, was wir hier für so Kryptos halt auch haben. Und wir haben gerade einen Fear and Greed Index von 37. Und das heißt einfach nur, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das eine oder andere kaufen zu gehen, ja. Dann, wenn es rot, also dann, wenn andere Angst haben, ja, dann solltest du gierig sein. Und wenn andere gierig sind, solltest du eher ängstlich sein. Ja, eine kleine Börsenweisheit so, wann man investieren sollte und wann nicht. Ja. Und CoinMarketCap ist nun mal das Wikipedia für die gesamte Kryptowelt. Hierbei haben wir dann einmal die gesamten Kryptowährungen. Wir haben Exchanges drauf. Wir haben halt alles Mögliche, was wir halt auch brauchen. Ja. Hier haben wir natürlich das Tracking von den ganzen Kryptowährungen von der Marktkapitalisierung her, wie zum Beispiel hier Toncoin, ja, der jetzt ja in den letzten 7 Tagen 20% gemacht hat. Wir können ja auch hier oben einmal filtern, wer so am besten performt. Und da haben wir jetzt schon ein Top-Pick bei mir im Portfolio und auch hier unten so einen kleinen Top-Pick. Also, hui, oh Popkit sogar auch. Ah, sowas ist immer nice zu sehen. Dann gehen wir mal hier einfach auf diesen Coin auf jeden Fall. Der ist schon gut im Portfolio. Fetch AI, ja, damalig. Jetzt wird der gerade fusioniert durch andere Kryptowährungen. Und da können wir gerne mal gemeinsam reingehen. So, und um gewisse Kryptowährungen auch einmal zu analysieren, habe ich hier immer ganz gerne einmal TradingView als Analyseplattform. Und hier ist einmal wichtig, dass du wissen solltest, wie eine technische Analyse funktioniert. Ist jetzt nicht so kompliziert. Bringen wir ja natürlich auch immer unseren Kunden halt auch immer bei. Oder halt auch, ja, einiges an kostenlosen Content. Sollte ja eigentlich klar sein. Wichtig ist, wir haben hier Low-Punkte, wir haben High-Punkte, Low, High, Low, High, bis wir dann gewisse Brüche einmal machen, wie dieser Bruch hier. Und das ist sehr, sehr wichtig einmal. Und nach diesem Punkt kann man dann zum Beispiel auch Fibonacci Extension Level halt auch anbringen, ja, an diesen 3 Punkten hier. Dann haben wir gewisse Ziellevels, die eigentlich auch genau gehittet worden sind. Also das war so ein Ziellevel. Wir haben jetzt hier so, ja, doppelte Indikatoren an sich, also Mustererkennung, wo wir hier wieder gekauft haben. Das hier, da war auch so ein Blockchain Insider bei uns. Das heißt, hier, das war so der letzte, das war so im April müsste es gewesen sein. Da sind wir hier schon leicht in die Korrektur reingegangen. Danach habe ich noch gesagt, so, hey, ich gehe auf jeden Fall raus. Also ich habe super viel rausrealisiert bei Fetch AI. Sind um 76% danach noch korrigiert, Gott sei Dank. Insgesamt 80%. Leute, 80%, wenn du noch an dem Punkt bist, ja, und denkst, dass du mit Altcoins brutal viel Geld verdienen kannst, bist du hier in der Realität auch richtig. Aber du kannst genauso gut und genauso schnell mit Altcoins auch massiv viel Kohle verbrennen. Das ist die Realität. 80-90% Verlust musst du mit einkalkulieren. Aber das Schöne dann daran, dass wenn du dann den richtigen Einstiegspunkt auch wieder getroffen hast, nachdem du auch gute Gewinne wieder realisiert hast, kannst du hier massiv viel Kohle verdienen. Das ist brutalst. Es ist no joke. Das ist so krass. Diese Chancen kommen und gehen. Ja, und du musst nur erkennen, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu kaufen, ja, oder zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren, um später wieder dich zu positionieren. Wenn du aber die ganze Zeit kaufst und hodelst und nichts machst, dann bist du verloren. Ja, du wirst brutal viel Geld verlieren. Deswegen kann ich das ja absolut nicht empfehlen. Weil schau mal, jetzt gerade aktuell habe ich auch schon wieder gute Prozente auch mitgenommen. Schon wieder knappe 100%. Der Einstieg ist aber immer noch realistisch. Das heißt, selbst wenn du das Video siehst, vielleicht gehen wir ja jetzt gerade nochmal so ein bisschen auch runter. Dann kannst du immer noch auch einsteigen. Je nachdem, wann du dieses Video siehst, das wird auf jeden Fall ein paar Tage auch hergesehen. Machen wir vielleicht wieder eine kleine Korrektur von 14%. Aber Potenzial ist definitiv da, dass wir hier nochmal gut nach oben schießen werden, bevor wir wieder in eine stärkere Korrektur kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf dieses High-Level kommen, vielleicht sogar auch brechen, bis wir dann wieder stark korrigieren. Ich denke nicht, dass wir jetzt richtig hochspreaden werden, weil einfach die Wahlen halt auch nochmal kommen, Trump und Co., dann nochmal Zinsentscheid. Das wird auch nochmal die Märkte sehr krass in Schwung bringen. Aber technisch gesehen ist es einfach der richtige Zeitpunkt auch zum Investieren, beziehungsweise hier zu diesem Zeitpunkt, weil es einfach technisch gesehen, ich bin schon beim Break-Even-Point, meine ganzen Kunden halt auch, die beim Blockchain Insider Day mit dabei waren, und das kannst du selber auch. Du brauchst nur eine richtige Analyse. Ja, und ich habe jetzt nicht so viel betrieben, außer eine klassische Marktstruktur zu betreiben und mich auf Coins zu konzentrieren, die schon eine hohe Marktliquidität mit sich bringt. Ja? Bei Fetch AI zum Beispiel haben wir jetzt eine Fusion von 3 Coins. Ja? Und jetzt gerade aktuell sind wir hier, ich zeige es nochmal ganz kurz, ja, bei einer Marktkapitalisierung, ja, von
guten 3,7 Milliarden fast, ja. Und das scheppert natürlich ordentlich. Das heißt, wir haben hier wirklich gutes Potenzial. Tajai ist halt in der KI-Industrie halt auch vertreten und da kann man wirklich mal gute Gewinne auch definitiv auch mitnehmen. Aber wichtig ist, von Gewinn mit Damen ist noch niemand arm geworden. Ja? Und diese Chancen und Möglichkeiten zeigen wir natürlich jederzeit immer bei uns in der Community. Das heißt, du kannst dich jederzeit auf ein Erstgespräch mal eintragen, kostenlos wohlgemerkt. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir dir dabei auch weiterhelfen können. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus diesem Video. Wenn dich da gewisse andere Themen noch einmal interessieren, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich gehe gerne drauf ein und packe es gerne ins nächste Video einmal mit rein. So viel dazu und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao, dein Flo.